Ja, Namaste und willkommen. Das ist das erste Video auf unserer neuen Reise, die uns erwartet, auf einer Reise von der normalen, gewohnten Situation im Yoga-Raum, in dem wir uns gemeinsam versammelten und trafen für die Yoga-Praxis, um uns zu ergründen, in der wir das transformieren in die digitale Welt. Und wir werden die nächsten Tage und Wochen verschiedene Stationen und Schritte durchlaufen, die uns auf einen Weg wieder hin zum Yoga und damit auch hin zu der tieferen inneren Verbundenheit zu uns selbst bringen. Und ich habe diese erste Station heute in diesem Video benannt mit dem Titel Mit sich selbst verbunden sein. Denn ich finde, das ist einer der wichtigsten Elemente und Erfahrungen, die wir in der Situation machen, in der wir gerade sind. Es ist alles anders, alles fremd. Jeden Tag ist die Welt kleiner. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, die uns beschäftigen. Und all das zieht uns förmlich in diesen Nachrichtenstrom, der auf uns einwirkt und der uns überrollt und überrannt. Und die Welt ändert sich so dramatisch, wie wir das alle noch nicht erlebt haben. Und da finde ich es wichtig, den eigenen Bezug zu sich selbst nicht zu verlieren. Also nicht immer in die Welt hinausgezogen zu sein, sondern auch wieder die Möglichkeit haben zu dürfen, nach Hause zu sich selbst wieder anzukommen. Und ich möchte dich heute auf eine Yoga-Praxis einladen, in der wir Schritt für Schritt uns diesem Weg nach innen wieder zuwenden, in der wir uns erfahren, in der wir uns spüren, in der wir also die Verbundenheit zu Körper, Atmung und dem Geist wieder neu ergründen und neu entdecken. Du kannst mir gerne folgen in dieser Yoga-Praxis. Ich bin sozusagen der äußere Eindruck und der äußere Impuls, der die Anregungen gibt für diesen Weg, den wir in dieser Stunde begehen. Ich möchte dich aber auch einladen, zwischendurch Momente für dich selbst zu ergründen. Denn mit sich verbunden zu sein, bedeutet ja auch, sich zu erfahren und sich zu spüren. Und den Signalen, die wir aufgreifen können aus dem Körper oder aus dem Geist oder aus der Atmung heraus, denen zu folgen. Also wird es immer Phasen geben, in denen ich dich begleite und dir Impulse von außen gebe und Phasen, in denen ich dich einlade, für dich selbst was zu tun. Und das Ziel soll es sein, sich selbst wieder zu erfahren und zu spüren. Und ich möchte diesen Weg mit dir nicht mit dem Kopf gehen. Wir sind kopflastig genug in dieser Welt. Ich möchte es über das Spüren und Wahrnehmen des eigenen Körpers erreichen. Und ich bitte dich, möchte dich einladen, dir einen Bequemsitz auszusuchen. Das kann ein Sitzkissen sein, das kann eine andere Unterlage sein, die jetzt für dich angenehm ist. Und wenn du einen Sitz gefunden hast, in dem du dich wohlfühlst, dann kannst du die Augen gerne schließen. Und wenn du sie schließt, dann leg bitte noch die rechte Hand in die linke. Das ist ein sehr schönes Mudra, Shiva Mudra, das unseren Geist fokussieren möchte. Und wenn wir einen Weg gehen, der uns von außen nach innen führt, dann ist mir jetzt die äußere Form des Sitzes gar nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig, ob das ein Schneidersitz ist oder ein perfekter Lotussitz oder ob du die Beine nach vorn bringst oder einen Fersensitz hast. Das Äußere ist nicht so wichtig. Wir versuchen immer äußerlich Dinge gut zu machen und perfekt zu sein und zu zeigen, was wir können. Darauf kommt es jetzt nicht an. Was es wichtiger macht und wertvoller, das ist das Gefühl. Fühlt sich dieser Sitz gut an? Lädt er dich ein, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen? Dann ist der Sitz gut und dann ist es nicht so wichtig, wie er aussieht. Wichtiger ist, wie er sich anfühlt. Und so spürst du in den Sitz. So kannst du fühlen, wie dein Becken die Unterlage berührt. Wie es die Auflagefläche ergründet. Und so darf dein Becken in diese Auflagefläche hineinsinken. Es muss dafür nichts tun. Es kann einfach der Schwerkraft folgen. Und wenn das Becken nach unten sinkt zur Erde, dann wird ein Gefühl erfahrbar. Und das Gefühl ist das, dass die Erde dich auffängt und dich trägt. Denn du tauchst nicht ewig tief in die Erde ein. Du erfährst, dass sie dich hält. Dass du von unten gestützt wirst.
Und so lass dich tragen von der Erde. Das macht sie immer, auch jetzt. Und sich diesem Halt anzuvertrauen, bedeutet, die Anspannung aus dem Körper loslassen zu dürfen. Denn das, was heute war, an diesem Tag, das liegt hinter dir. Und die Anstrengung, die Anspannung darf sich lösen aus dem Körper. So kannst du die Anspannung abgeben an die Erde. Und dann wird der Sitz lebendiger und wird durchlässiger und nicht mehr fest und starr. So kannst du dich umso leichter jetzt auch aufrichten. Auch das muss keine Anstrengung sein, keine Anspannung, keine Kraft. Es darf einfach eine Leichtigkeit sein, die dich aufrichtet. Werde leicht und frei auf dem Weg nach oben, auch während dein Scheitel in die Welt strebt und gleichzeitig dein Becken sich erdet. So hast du beides, so hast du die Erde unter dir, die dich verwurzelt. So kannst du Wurzeln um dich herum in die Welt hineinwachsen lassen und aus diesem verwurzelten Gefühl dich aufrichten nach oben und wachsen, innerlich groß werden und in dieser inneren Größe dir und der Welt neu begegnen. Und sicherlich hast du jetzt Gedanken, die durch den Kopf gehen. Das ist ganz natürlich. Es ist ja eben auch viel, das uns im Moment beschäftigt. Versuch für diesen Moment die Gedanken nicht zu stoppen. Es ist kein Wollen, kein Wille, kein Zwang, nichts denken zu müssen, weil das ja so toll ist im Yoga. Lass dem Geist eher die Erfahrung, dass er Gedanken annehmen kann. Die dürfen da sein. Du kannst ihnen Raum geben. Nimm alles das, was dich im Moment beschäftigt, mit auf die Yogamatte, mit zu dir, um es zu begreifen, um es zu sehen und dann zu entscheiden, ob du das im Moment brauchst. Wenn du die Gedanken jetzt brauchst, dann lass sie noch bei dir. Wenn du das Gefühl hast, dass sie warten dürfen, dass sie nach dieser Yogastunde wieder präsent werden dürfen, dann darfst du sie loslassen. Gedanken dürfen kommen und sie dürfen gehen. Du kannst sie einatmen, in dich aufnehmen, sie begreifen, sie wirklich sehen, diese Gedanken. Und das, was du loslassen möchtest, das kannst du ausatmen. Und so atmen wir Schritt für Schritt unseren Geist hin zu etwas mehr Ruhe und Klarheit. So kannst du dich besser erfahren, hast einen klareren Blick auf dich selbst und auf die Verbindung zu dir zwischen Körper und Geist. Lass uns bei der Atmung bleiben und sie beobachten. Beobachten, wie es einatmet und ausatmet. Ein und aus. Gnade der Atmung ist, dass sie es ist, die uns atmet. Wir werden geatmet. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Wir müssen die Atmung nicht beeinflussen. Wir müssen sie nicht kontrollieren. Wir müssen nichts erzwingen. Weder das Einatmen noch das Ausatmen. Wir können es entstehen lassen. Aus sich selbst heraus, aus diesem sehr feinen System der Atmung. Und so werden wir geatmet. Und schon das erfüllt uns.
Es atmet ein und es atmet aus. Wir spüren innerlich den Atemfluss. Wir spüren, wie die Einatmung den inneren Körper ganz sanft auffächert, ihn ausdehnt in alle Räume, wie eine innere Leichtigkeit und Fülle entsteht. Und wir fern die Ausatmung, in der innere Körper aus dieser Weite, aus diesem Raum wieder zurückfließt in seinen Ursprung, in seine Mitte, in sein Zentrum. So wird die Einatmung ein Impuls, der uns aus der Mitte in die Weite bringt, in die innere Weite. Und die Ausatmung ein Impuls, der uns aus der Weite wieder erdet, wieder zentriert, der uns ankommen lässt. Und in der Einatmung, in dieser inneren Weite, darf es auch nach oben fließen in den Brustkorb. So darf er sich auffächern, wenn wir einatmen, und er darf leicht werden. Und diese Leichtigkeit des Brustkorbs trägt uns nach oben, sie richtet uns weiter auf. Und im Ausatmen, wenn der Brustkorb zurücksinkt, darf es nach unten ausatmen, über das Becken in die Erde. Das Einatmen trägt uns in einer Leichtigkeit und inneren Größe nach oben in die Welt. Und das Ausatmen entspannt uns und lässt uns da sein auf unserem Platz, auf dem wir jetzt sitzen, an dem Ort, an dem wir sind, an dem wir uns verwurzeln und mit uns selbst verbinden. Es atmet uns. Und so bitte ich dich, zum Einklang dieser Stunde die Hände vor das Herz zueinander zu bringen und zu fühlen, wie die Hände sich berühren. Auch hier muss es keine Kraft sein, es darf ein liebevolles Berühren und Verbinden sein. Mit all den kleinen und den großen Berührungsflächen der Hände. Dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn es einatmet, dann öffne die Arme über die Seite zu einem großen Bogen hoch über den Kopf. Und wenn es ausatmet, dann bringst du die Hände zueinander und für die Stirn, vor den Mund und zurück zum Herz. Und beginn es noch einmal, einatmend ganz weit die Welt zu umarmen. Und ausatmend die Hände für die Stirn, für die Wahrheit in unseren Gedanken, den Mund, die Wahrheit, die wir sagen und aussprechen. Und das Herz, die Wahrheit, die wir in uns tragen. Lass uns miteinander verbeugen und damit auch begrüßen in dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Und wenn du dich aufrichtest, dann dürfen die Augen sich sanft wieder öffnen. Namaste. Und ich bitte dich, in den Vierfüßler zu kommen. Wir beginnen mit einem Bewegungsmoment dieser Praxis. Und wenn du in den Vierfüßler kommst, dann ergründe mit den Händen die Auflageflächen zu der Unterlage, die du unter dir hast. Du kannst die Hände auffächern, sie aufspreizen und wirklich sie berühren lassen mit der Erde. Das ist die Verbindung, die dich jetzt trägt. Und so lässt aus dieser Verbindung lässt du die ersten Bewegungen entstehen, die jetzt sein dürfen. Und es muss nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches sein. Lausch einfach den eigenen Bewegungsimpulsen. Denn du hast einen Tag hinter dir, in dem du deinen Körper als Werkzeug eingesetzt hast,
Und so wie du ihn verwendet hast, das, was du gemacht hast heute körperlich, so wirkt sich das aus, so braucht dein Körper jetzt einen Ausgleich. Und vielleicht sind das ähnliche Bewegungen, wie ich sie mache, vielleicht aber auch ganz eigene Erfahrungen. Du kannst auch gerne die Augen schließen für einen Moment und dich wirklich dieser Hingabe öffnen, die dir Bewegungen verleiht. Die Hingabe zum eigenen Körper und zum Bewusstsein darüber, dass der Körper intelligent ist, dass er weiß, was er jetzt braucht. Und so begleitet dich eine innere Lehrperson durch diesen Moment. Etwas, das aus dir kommt, das genau weiß, was gut tut, was es jetzt braucht. Und so nimm diese Bewegungsideen, diese Lust und Bewegungsfreude mit in den abwärts schauenden Hund und beweg dich dort weiter. Und es ist auch egal, welche Bewegungen das jetzt sind, egal wie es aussieht. Es ist viel schöner, das aus dem Inneren zu erfahren. Es sind innere Impulse, innere Ideen, die sich manifestieren über Bewegungen, die von außen sichtbar werden. Es entsteht von innen, nicht von außen. Und so lass diese Bewegungen kleiner und kleiner werden, bis du eine Form des abwärts schauenden Hundes für dich entdeckt hast. Auch das muss keine äußere Form sein. Wir wissen alle, wie dieser abwärts schauende Hund aussieht. Ich möchte dich heute einladen, ihn für dich selbst zu ergründen und selbst zu entdecken. Wie weit magst du dich ausstrecken? Wie weit drückst du die Hände in den Boden? Wie weit kann das Becken hochstreben? Und wie lang werden die Seiten jetzt? Wie lang strecken sich die Arme und die Achseln? Und wie lang dürfen die Beine werden, wenn du die Fersen über die Außenseiten nach unten erdest? Nimm all das wahr, lass es entstehen und roll dich dann nach vorne in den Liegestütz. Das kannst du gerne Wirbel für Wirbel machen oder du streckst dich nach vorne. Und wenn du im Liegestütz ankommst, in Chaturasana, dann spür die Kraft, die hinter diesem Asana steht. Die Kraft der Hände und der Arme und der Schultern. Und du drückst die Hände nach unten. Stell dir vor, du schiebst den Boden nach unten weg und erfährst den Auftrieb nach oben in die Welt. Du streckst dich zwischen den Schulterblättern hoch und kommst aus dieser Kraft, aus diesem zentrierten Gefühl zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann spür wieder, wie du dich streckst, wie es eine andere Kraft braucht, andere Muskelfasern. Noch einmal einatmend in den Liegestütz nach vorn fließen. Spür die Struktur, die sich definiert, die Muskulatur definiert. Spür die Weite der Rückseite zwischen Fersen und Scheitel und komm ein letztes Mal zurück in den abwärts schauenden Hund und räkel dich in ihn, streck dich wieder aus, ganz genüsslich, ganz fließend und weich und noch ein letztes Mal in den Liegestütz nach vorn kommen. Und jetzt kommst du zur Erde, jetzt bringst du die Knie nach unten, legst dein Brustbein vor dir ab und auch dein Becken. Und dann lässt du die Füße ausgleiten, die Beine ausgleiten, die dürfen schwer werden. Du kannst das Becken etwas einrollen, die Schultern weich zurückführen und einen Moment wieder ganz für dich mit Bewegungen ergründen. Was magst du jetzt tun? Was tut dem Rücken gut? So kannst du dich durchräkeln durch all die Strukturen deines Körpers. Ja, und immer das, was du machen möchtest, das, was als Impuls entsteht, das darf sich manifestieren in den Bewegungen. Vielleicht gibt es etwas für den Schulter-Nackenbereich, was du tun magst. Vielleicht magst du dich drehen, da kannst du eine Hand in die Matte drücken und dich auf diese Seite aufdrehen. Und dann lass uns gemeinsam wieder in der Mitte treffen, in einer neuen Rückbeuge. Roll noch einmal die Schultern zurück und versetz die Hände auf Höhe der unteren Rippenbögen, also relativ weit nach hinten. Wenn du jetzt die Hände und Füße aufeinander zuziehst, dann gibt es so einen kleinen Schub nach vorn. Und das kannst du nutzen, kannst du dich aufrichten in die erste Rückbeuge, die dir gut ist. Und dann kommst du ausatmend wieder nach unten in die Bauchlage. Einatmend ziehst du dich nach vorn hoch. Ausatmend kommst du wieder zurück. Und erfahr das noch ein paar Züge, ein paar Atemzüge für dich. Die Kraft der Rückseite, die dich nach oben zieht. Und das Eintauchen zur Erde, wenn du zurückkehrst. Noch ein neuer Zyklus.
Gibst dich nach vorn hoch, atmest ein und kommst im nächsten Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Und so streckt dich wieder, bewegt dich wieder. Greif diese Bewegungslust des Körpers auf und gib ihnen Raum. Und komm darüber mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Und in eine halbe Vorbeuge. Hier streckst du den Rücken nach vorn. Du kannst gern die Hände an die Beine aufstützen. Und dann räkel den Rücken in diese Yoga-Praxis hinein. Ja, Schultern und Nacken und all die Bewegungen, die du tun magst, von denen du auch weißt, dass sie gut tun. So darfst du sie entstehen lassen. Und dann lass dich ganz weich in eine Vorbeuge hineinschmelzen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung für den Oberkörper. Der kann der Schwerkraft folgend alle Anstrengungen loslassen. Und das kannst du gerne mit kleinen Bewegungen herauskitzeln, mit ein bisschen Schultern bewegen, Arme, Nacken, den Kopf baumeln lassen. Ups. Oder kleine Federbewegungen machen. Aber das, worauf du Lust hast, Ruhe ist auch gut. Da kannst du dich auch ganz ruhig hineinschmelzen lassen. Und dann kommst du in die Hocke. Stütze die Hände auf die Oberschenkel und spür die Füße, wie sie den Boden berühren. Es braucht immer auch eine physische Verbindung. Hier sind es die Füße, die sich verwurzeln mit der Erde. Du kannst die Beine spüren mit ihrer Kraft. Und dann lass umso leichter den Oberkörper sich wieder neu bewegen dürfen. Das ist ein kleiner Bewegungstanz, den der Körper erfahren darf. Ein ganz spielerisches Ergründen. Und es ist auch schön, diese Yoga-Praxis mal so zu erfahren und nicht immer so in bestimmten Mustern etwas zu tun, sondern auch den eigenen Freiräumen Zeit zu geben. Und dann streck die Arme hoch und räkel dich groß, zieh dich lang, zieh dich über die Fingerspitzen hoch und spür die Seiten, die sich strecken. Dann drückst du mit den Füßen den Boden weg und strebst in die Welt. Zieh dich ganz hoch in den Stand und streck dich aus und dehn dich und räkel dich in die Welt. Und bring dann die Hände zum Herz zurück. Wenn du magst, dann schließ einen Moment die Augen. Und spür nach. Die Füße, die den Boden berühren, die dir Halt geben. Die Beine. Dein Beckenbereich. Der Oberkörper. Die Schultern und die Arme und die Hände, die sich miteinander berühren und verbinden. Sie sind vor dem Herz verbunden. Eventuell kannst du dein Herz schlagen spüren. Und dann lass es wieder atmen. Nach oben einatmend in all die Leichtigkeit, die dich aufrichtet, die dich erhebt. Und nach unten über die Füße in den Boden ausatmend in ein verwurzeltes, getragenes und geborgenes Gefühl. Von dort lassen wir eine neue Bewegungspraxis entstehen. Bitte dich, die Knie etwas zu beugen, die Augen wieder zu öffnen. Und dann mit den Fingern Richtung Knie anzutauchen. Dann kommst du mit den Armen über vorne nach oben, streckst dich in den Stand zurück, streckst dich hoch in die Welt, während die Füße dich tragen und halten. Öffne die Arme schräg nach außen und verbeug dich ganz weich und beug die Knie dafür gut an, sodass du ganz weich mit dem Oberkörper eintauchen kannst. Eine halbe Vorbeuge, wenn du einatmest, der Rücken wird lang, die Beine strecken sich, atme aus und verbeug dich wieder ganz weich und sanft nach unten. Einatmend kommst du über die Hocke hoch, die Arme gerne über die Seite nach oben tragen, streck dich hoch. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Herz. Eine neue Runde. Einatmen, beugst du die Knie, hebst dich nach vorn hoch. Ausatmen, verbeugst du dich zur Erde nach unten. Einatmen, streckst du dich nach vorn. Der Rücken wird lang, die Beine auch. Der Bauchnabel saugt sich nach innen. Ausatmen, verbeugst du dich. Lass den Bauchnabel einen Moment nach innen. Einatmen, komm wieder über die Hocke nach oben. Jetzt kannst du die Bauchdecke wieder entspannen. Den Boden nach unten integrieren und ausatmend die Hände zurücksenken zum Herz.
Und es geht weiter. Einatmen, die Knie beugen. Erheb dich wieder nach oben in die Welt. Ausatmen, verbeugst du dich auch vor dir selbst, vor all den Möglichkeiten, die du hast und die Zeit, die du dir gerade schenkst. Einatmen, eine halbe Vorbeuge. Du bist ganz lang, streckst die Beine, ziehst die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Ausatmen, verbeugst du dich nach unten. Du kannst die Knie nochmal leicht beugen. Einatmen, kommt der rechte Fuß einen großen Schritt zurück. Das Becken sinkt etwas tiefer, du hebst den Blick nach vorn und mit dem nächsten Ausatmen kommst du in den abwärts schauenden Hund nach hinten. Du streckst dich ganz lang, schiebst die Hände in die Erde, ziehst dein Becken dabei hoch und senkst die Außenseiten der Fersen tiefer. Einatmen, senkst du die Knie, kommst in den Katzenbuckel, in den Pferderücken und ausatmen kommst du zum Kind. Und damit zur Erde, die dich empfängt. Einatmen, löst du dich, kommst über den Katzenbuckel zum Pferderücken. Spür die Bewegung des Rückens. Ausatmen, kommst du in den Abwärtsschauenden und streck dich ganz lang und ganz groß. Einatmen, in einen Liegestütz nach vorn kommen. Ausatmen, zur Erde eintauchen mit Knien, Brust, Beinen und Becken. Einatmen, deine Rückbeuge, du ziehst dich nach vorn hoch. Ausatmen, du drückst die Hände in die Erde und schiebst dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, führst du den rechten Fuß nach vorn, hebst den Blick an. Ausatmen, führst du den linken Fuß nach und verbeugst dich. Einatmen, streckst du dich nach vorne in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, schmilzt du in die ganze Vorbeuge. Einatmen, kommst du über die Hocke nach oben, strebst in die Welt. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz. Einatmen, du beugst die Knie, erhebst dich nach vorn hoch. Ausatmen, du verbeugst dich vor dir selbst. Ganz dankbar, ganz sanft. Einatmen, in eine halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, wieder die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, schwingst du den linken Fuß nach hinten. Und ausatmen, nimmst du den rechten Fuß dazu, innen abwärts schauenden Hund. Einatmen in die Welle nach unten, in den Katzenbuckel, in den Pferderücken und ausatmen zum Kind eintauchen. Einatmen kommst du hoch, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund, du spürst die Länge in der Rückseite, streck dich in sie hinein. Einatmen in den Liegestütz, in die Kraft auftauchen. Ausatmen zur Erde eintauchen. Einatmen in eine Rückbeuge erheben, die dir jetzt gut ist. Ausatmen, zurückkommen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, den linken Fuß nach vorn bringen. Und ausatmen, den rechten nachführen und dich verbeugen. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, kommst du über die Hocke hoch in den Stand. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz. Wir beginnen noch einmal. Einatmen, beugst du die Knie, erhebst dich über nach oben, über vorn hoch. Ausatmen, du verbeugst dich ganz hingebungsvoll nach unten. Einatmen, du streckst dich nach vorn lang. Ausatmen, du tauchst wieder ein. Und bleib einen kleinen Moment hier. Die Vorbeuge im Yoga, Uttanasana. Ich möchte dich einladen, die Knie noch einmal zu beugen. Zum einen löst das einen Teil der Dehnungsspannung aus der Beinrückseite heraus. Das merkst du sicherlich in den Kniekehlen besonders. Zum anderen kommst du jetzt mit dem Oberkörper nah an die Oberschenkel. Und hier bitte ich dich, dich ganz nah an die Oberschenkel abzulegen. Und dann umso weicher mit dem Oberkörper nach unten zu fließen. Löst wieder all die Anstrengung, all die Aktivität aus dem Oberkörper. Lass es in den Boden fließen. Über die Schultern, die Arme, über die Fingerspitzen nach unten. Und auch der Nacken darf sich entspannen. Du kannst ja gerne den Kopf etwas bewegen, etwas baumeln lassen. Wirklich ein Gefühl zu bekommen, ob der Nacken festhält oder nicht. Und so wie sich der Oberkörper entspannt, wie er sich der Erde verneigt, so kannst du beginnen, die Beine etwas mehr zu strecken und doch an den Oberschenkeln zu bleiben. Ja, probier ganz an den Oberschenkeln zu bleiben und die Beine mehr zu strecken. Und so wie du das machst, so spürst du die Arbeit in den Beinrückseiten. Das Dehnen, das Strecken der Rückseiten.
sind zwei unterschiedliche Qualitäten. Die Beine sind sehr aktiv im Moment und der Oberkörper darf sich lösen von all der Anstrengung. Noch einmal ausatmen und loslassen. Einatmen, eine halbe Vorbeuge. Streck dich wieder lang, streck die Beine. Ausatmen, verbeug dich einmal noch nach unten. In all die Möglichkeiten, die du hast. Einatmen, schwingst du den rechten Fuß einen Schritt zurück. Ausatmen, ziehst du den linken Fuß mit nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Und dann kannst du gern wieder laufen und dann Teil dieser Anstrengung aus den Beinen heraus bewegen. Sie vielleicht mal ausschütteln oder kleine Hopser machen. Egal, was du machen möchtest, mach das, was als Impuls jetzt für dich entsteht. Und wenn du hier bleiben möchtest im Hund und dich bewegen und durchatmen möchtest, dann kannst du das tun. Wenn du Bewegungslust hast, dann kommst du einatmend in den Liegestütz. Ausatmend zur Erde. Einatmend in eine Rückbeuge. Ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Jetzt hebst du dein rechtes Bein nach oben. Du schiebst die Ferse von dir weg. Dafür drückst du die Hände in die Yogamatte. Lass die linke Ferse über die Außenseite nach unten schmelzen. Atme aus, streck dich lang. Atme ein und bring den rechten Fuß nach vorn. Und jetzt kannst du den rechten Fuß, deine Fußbreite nach außen orientieren. Und dem Becken die Möglichkeit schenken, dass es weicher nach unten sinkt. Ja, dafür brauchst du keine besondere Aktivität. Das ist die Schwerkraft und es ist der Wunsch, das Becken, dass es sich setzen darf Richtung Erde. Jetzt kannst du mit kleinen Bewegungen gut spüren, welche Muskelgruppen, welche Fasern wir hier aktivieren. Und wenn du mehr in der Aktivität sein möchtest, dann ziehst du die Innenseite des hinteren Oberschenkels, das ist der linke Oberschenkel, ziehst du hoch. Dann streckt sich das linke Bein und das Becken kann wieder zwischen den Beinen nach unten schmelzen. Und wenn wir jetzt die Bewegung mit der Atmung verbinden, dann darf die Einatmung dem Becken einen kleinen Auftrieb geben. Lass es einatmend nach oben kommen und ausatmend sich wieder senken dürfen. Das machst du weiter im Atemfluss. Ja. Du verschmilzt mit Atem und Bewegungsideen. Einatmen, das Becken etwas heben. Ausatmend, es satt zur Erde senken. Noch ein neuer Impuls. Einatmen, das Becken heben. Und ausatmen, etwas senken und dann lass es hier, und lass die linke Hand unter der Schulter gut geerdet. Und jetzt drehst du dich mit dem rechten Arm über die Seite hoch, drehst dich nach rechts auf. Und wenn du einatmest bist, dann zieh dich über die Fingerspitzen hoch, zieh dein Becken etwas hoch. Und wenn du ausatmest, dann lass das Becken zurücksinken nach unten und entspann dich in das Drehen. Einatmen, streckst du dich, ziehst dich nach oben. Ausatmen, entspannst du dich. Und noch einmal neu. Einatmen, ganz weit nach oben ziehen und dich aufrichten und wachsen in die Welt. Und ausatmen, bringst du die Hände zurück und kommst zurück in den abwärts schauenden Hund. Beweg dich dort weiter. Entdecke die Ideen, die jetzt gut tun. Schütteln, schwingen, hopsen, federn oder einfach durchatmen in die Strukturen, die gerade so aktiv waren. Wenn du möchtest, einatmen in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge. Ausatmen zurück in den Hund. Dann hebst du das linke Bein nach oben, atmest ein und atmest aus und schiebst beide Fersen weg. Einatmen lang strecken, die linke Ferse weg. Ausatmen die rechte Ferse senken. Mit dem Einatmen den linken Fuß nach vorn schwingen. Gut, und dann kommst du an, bringst du die linken Fuß wieder eine Fußbreite nach außen und dann darf auch hier ein Moment entstehen, in dem das Becken ganz weich, ganz bedacht nach unten schmelzen darf, Richtung Erde.
Und immer wenn du kleine Bewegungswünsche verspürst, dann geh ihnen nach. Das können große Bewegungen sein, kann aber so eine kleine Mikrobewegung sein. Verharre also nicht, sondern sei lebendig mit dir verbunden. Wenn du den Wunsch nach mehr hast, dann ziehst du die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch und lässt zwischen den Beinen das Becken wieder nach unten schmelzen. Eine sehr schöne Möglichkeit, die Beinmuskulatur zu aktivieren, ist der linke Oberschenkel, seine Rückseite, die wir dehnen. Linkes Hüftgelenk ist gebeugt, so flektiert, die Hüfte ist geschlossen und rechtes Hüftgelenk ist gestreckt. Es ist extendiert und es dehnt die Vorderseite des rechten Oberschenkels sehr schön. Auch den Hüftbeuger sehr schön. Und wenn wir jetzt eine Drehung entstehen lassen, dann gründest du die rechte Hand. Du kannst sie auffächern, du kannst deine Faust machen, so wie es dir jetzt gut ist. Und du ziehst dich über die linke Seite hoch, atmest ein, zieh dich über die Fingerspitzen hoch. Und du atmest aus und entspannst dich in die Haltung. Einatmend der Impuls nach oben, dein Becken schwebt hoch, du findest Kraft und Leichtigkeit, auch über die Fingerspitzen hoch und ausatmend entspannst du etwas nach unten. Ja, und mach das weiter im Fluss des Atmens. Und denk wieder nach innen, nimm es wahr und spür, was geschieht. Wie weit kannst du gehen? Wo sind die Bewegungsmöglichkeiten? Wo atmet es? Noch einmal im Einatmen dich nach oben ziehen, in die Welt greifen. Und ausatmen kommst du zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann vergleich die Seiten. Sei hier, spür nach. Und bekomme ein Gefühl dafür, was jetzt gut tut. An Bewegungen. Klein oder groß, an Möglichkeiten des Atmens. Lass uns auch ein letztes Mal durch den Vinyasa fließen. Einatmend an Liegestütz, ausatmend zur Erde, einatmend in die Rückbeuge und ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Und dann entdeck wieder die Form des abwärts schauenden Hundes, die dir jetzt gut ist. Unabhängig von dem äußeren Eindruck, du kannst gerne die Augen schließen und diesen abwärts schauenden Hund aus dem Inneren heraus noch einmal neu entstehen lassen. Spür die Kraft und den Anspruch, den es braucht in dieser Haltung. Aber auch die Möglichkeit, sich auszustrecken. Und von hier bitte ich dich in den Vierfüßler zurück. Und wenn du hier ankommst im Vierfüßler, dann lasse neu die Bewegungen entstehen, die es jetzt braucht. Vielleicht sind das ähnliche als am Beginn dieser Reise. Vielleicht ist etwas anderes, etwas ganz Neues jetzt, das für dich gut ist. Ergründe das für dich selbst. Und genau das ist die Verbundenheit. Ja, wir finden im Gespür für uns selbst einen Ausdruck, der sich über Bewegungen manifestiert. Wir geben den Bedürfnissen Raum. Das geht nur, wenn wir bei uns selbst sind, uns selbst erfahren und nicht woanders sind. Und wenn du wieder im Vierfüßler angekommen bist, dann erde die linke Hand. Du kannst sie unter die Schulter oder kurz vor die Schulter aufsetzen. Jetzt lässt du den rechten Arm ganz weit nach vorn gleiten und dann tauchst du nach unten ein, sodass der rechte Unterarm sich ablegen kann, sodass du die Stirn zur Erde legen kannst. Und einen Moment dich wirklich entspannst in dieser Haltung. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, in der die gesamte rechte Seite lang wird. Es ist ganz viel Abstand zwischen den Fingerspitzen und der Hüfte der rechten Seite.
Und jedes Mal, wenn du ausatmest, dann ist eine sehr schöne Möglichkeit, zur Erde zu schmelzen und dich auf sanfte Weise dieser eigenen Größe hinzugeben. Mach dich bereit, wieder zurückzukommen in den Vierfüßler. Und komm dort auch an. Wenn Bewegungen jetzt gut tun, dann lass sie entstehen. Und dann erdest du die rechte Hand dort, wo sie jetzt gut positioniert ist. Und gleitest mit dem linken Arm nach vorn und verborgst dich dann ganz sanft auch dieser Seite. Mach es für dich so, dass du dich wohlfühlst. So, dass du den Eindruck hast, für ein paar Momente ganz genüsslich hier sein zu dürfen. Und loszulassen. So schmilzt du mit jedem Ausatmen peu à peu in die eigene Größe. Und fühlst, wie die gesamte linke Seite sich ausdehnt. Um dann auch hier den Weg wieder zurück zu beschreiten zum Vierfüßler. Und dann räkel dich neu in ihm, beweg dich und verwöhn dich. Und komm für einen Moment in das Kind. Dafür kannst du gerne die großen Zehen zueinander bringen, die Knie nach außen öffnen und ganz weich und sanft in das Kind eintauchen. Und vielleicht hast du eine Lieblingsposition in diesem Asana, dann ergründe sie. Und du kannst die Hände beispielsweise vorn lassen oder sie als Kissen nehmen für die Stirn oder die Hände Richtung Füße orientieren. Und das wiederum hätte den Vorteil, dass der gesamte Schultergürtel die Anstrengung loslassen kann. Das Kind erinnert uns an die Verbundenheit, die wir im Leib unserer Mutter erfahren durften. Das ist eine ähnliche Haltung, in der wir jetzt sind. Diese tiefe Verbundenheit und Geborgenheit. An der sich unser Körper im Moment erinnert. Und wenn du einen Fokus magst, dann folge der Atmung. Die kann so wunderbar leicht den gesamten Rücken atmen und aufplustern. Dem eine kleine innere Massage sein dürfen. Möchte dich bitten, diese Verbundenheit und Nähe zu dir zu bewahren, auch wenn du dich jetzt langsam aufrichtest in den Sitz. Bleib doch mit dir verbunden. Und wenn du im Sitz bist, dann finde einen Weg, um die Füße nach vorn zu bringen. Und hier kannst du die Beine gerne ausschütteln. Die haben ganz viel schon getan heute. Ausschütteln oder die Unterlage ausklopfen. Oder die Füße kreisen in alle möglichen Richtungen und Ideen.
Entdeck also wieder das, was es im Moment jetzt braucht und das, was dir wohltut. Dann möchte ich mit dir in einen langen Sitz kommen. Richte dich dafür auf und bring die Füße zueinander. Der Langsitz wird etwas bequemer, wenn die Basis besser zum Boden kontaktiert ist. Und da kannst du gerne, um das zu vollziehen, die Gesäßmuskulatur nach außen ziehen. Genauso auch die Rückseite der Oberschenkel nach außen ziehen. Und dann hast du eine viel sattere Auflagefläche, bist viel besser mit der Erde verbunden. Richte von hier aus den Oberkörper ganz leicht und befreit nach oben auf. Und dann schiebst du die Fersen nach vorn. Du streckst die Rückseiten der Beine, schiebst die Fersen nach vorn und probierst die Kniekehlen nach unten zu integrieren Richtung Erde. Als würdest du fast kein Luftpolster mehr unter den Kniekehlen zum Boden haben. Ja, das ist aktivierend für die Oberschenkel, die sind zentriert jetzt. Kniekehlen drücken nach unten, Fersen schieben nach vorn. Das hat anatomisch zur Folge, dass die gesamte Rückseite der Beine aktiv ist und gestreckt. Also ganz viel Abstand zwischen Ferse und Sitzbein. Wie wir diese Idee des Streckens in der Rückseite auch den Oberkörper, auch dem Oberkörper schenken, dann nicht über die Art und Weise, dass wir möglichst weit in der Vorbeuge nach vorn kommen, denn das streckt nicht wirklich sehr den Rücken. Es streckt eher die Beinrückseiten. Ich möchte dich vielmehr ermutigen, dich einzurunden in der Vorbeuge. Und um das zu tun, beginnst du am Kopf und senkst dein Kinn Richtung Brustbein. Du rollst den Kopf ein. Und dieses Moment, dass du dich einrollst, das nimmst du mit in den Rücken. Du wirst ganz rund, du rollst dich nach vorn. Dann kannst du dir vorstellen, du hast einen Luftpolster auf den Oberschenkeln, so einen großen Luftball, über den du dich jetzt drüber rollst. Und dann kommt es nicht darauf an, wie weit nach vorn du mit den Händen kommst, sondern du lässt eher den Rücken rund, ziehst das Kinn Richtung Brustbein und streckst noch einmal die Füße, die Fersen nach vorn und die Kniekehlen nach unten. Das ist die gesamte Rückseite maximal lang. So eine maximale Länge zwischen dem Kopf und den Fersen. Und das hat zur Folge, dass es bestimmte Strukturen in der Rückseite gibt, die jetzt gedehnt werden. Das merkst du sicherlich, auch über kleine, vielleicht kleine Mikrobewegungen. Es gibt ganz ungewohnte Strukturen in der Rückseite, die jetzt ziehen. Das sind keine Muskeln, das sind Nervenbahnen, die wir jetzt mobilisieren. Und wenn du besondere Bereiche spürst, die besonders einen Zug erfahren, dann atme dort ganz selig hin. Und komm dann langsam wieder zurück nach oben. Zum Langsitz, Dandasana. Und so löst sich dieser Zug in der Rückseite automatisch auf. Ein bisschen Kraft jetzt wieder an Definieren der eigenen Strukturen. Dafür bringst du die Hände neben das Becken. Du kannst die Hände flach legen oder eine Faust machen. Und ziehst dich für einen Moment hoch. Das braucht einen Anspruch in den Armen und den Schultermuskeln, währenddessen der Rücken sich entspannt. Lass dein Becken nach unten schmelzen, während du dich hochziehst. Und dann kommst du wieder zurück. Setzt dein Becken zur Erde. Dann schau, dass du hinter dir Raum hast, um dich hinzulegen. Und komm in die Rückenlage. Und wenn du in der Rückenlage gelandet bist, dann schaff dir in den Seiten Platz, sodass du die Arme seitlich ablegen kannst. Wenn du das tust, dann können die Arme sich entspannen und auch die Schultern und all die Anstrengungen loslassen. Wenn du die Füße aufgestellt hast, dann kannst du ganz gemütlich ein Bein über das andere legen. Das ist ein ganz bequemer Stapel.
und mit dem behutsam nach rechts und links schwingen. Du kannst gerne die Augen schließen, denn es gibt gerade nicht viel, was zu suchen wäre. Tauch also wieder in die innere Erfahrung ein. Als könnte ein inneres Auge sehen, wie der Oberkörper sich jetzt bewegt, wie der Rücken sich verwringt. Und wenn du das der gesamten Wirbelsäule schenken möchtest, dann lässt du einfach den Kopf ganz weich entgegengesetzt mitfließen. Bekomme ein inneres Gespür dafür, welche Bewegungen dir jetzt gut tun, welcher Rhythmus, wie weit dich die Bewegungen in die Seite tragen dürfen. Und ob du im Bewegungsfluss bleiben magst oder an den Wendepunkten eine kleine Pause einlegen möchtest. Wenn du dann wieder in der Mitte angekommen bist, dann kannst du die Seite wechseln, das andere Bein überlegen. Und genauso gemütlich weitermachen. Das ist eine sehr, sehr schöne Bewegungsidee für den unteren Rücken. Gerade wenn wir jetzt zu Hause sind und viel sitzen, dann braucht der Rücken Bewegung. Und seine Möglichkeit ist diese Drehbewegung, um die Anspannung aus dem Rücken zu lösen. Auch hier, wenn du eine Pause in den Seiten machen möchtest, dann fühl dich dazu eingeladen. Und wenn du in der Bewegung weiterfließen möchtest, ist das auch eine sehr schöne Erfahrung. Dann lass uns in der Mitte wieder treffen. Wenn du hier bist in der Mitte, dann bring die Arme zurück zur Yogamatte. Und stell die Füße nah vor dem Becken auf, da wo sie stimmig aufgestellt sind. Ich möchte mit dir in die Schulterbrücke, in Setu Bandhasana. Und bitte dich dafür, dein Becken einzurollen, sodass der untere Rücken sich ankuschelt an die Yogamatte, die Bauchdecke sich sanft einsaugt. Und dann drückst du die Füße in den Boden. Ja, und du schaffst eine kraftvolle Verbindung zur Erde und hebst darüber dein Becken hoch. Und dann heb den Rücken wirbelweise hoch. Und beobachte mit dem inneren Auge, wie die Auflagefläche des Rückens kleiner und kleiner und kleiner wird, bis du nur noch auf den Füßen, den Schultern, natürlich auch den Arm und dem Hinterkopf auflegst. Dann bist du in der Schulterbrücke. Für die Arme gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst sie anwinkeln, dann zeigen die Fingerspitzen hoch. Oder du kannst auch die Arme lang ablegen, vielleicht sogar die Finger miteinander verschränken. Und egal wo du bist, egal welche Variante, du kannst gerne die Schultern unter den Rücken begleiten, rechte und linke Schulter. Deswegen, da wir der Rückseite noch mehr Struktur, noch mehr Kraft dadurch verleihen und der Vorderseite noch mehr Raum geben. Ja, und diese beiden Elemente tragen dich in dieser Schulterbrücke. Die Kraft der Rückseite, die Oberschenkelrückseiten sind gespannt, das kannst du merken. Gesäßmuskulatur auch, der untere Rücken und der Rücken insgesamt. Die Rückenmuskulatur ist aktiv. Es braucht Kraft nach unten. Drück die Füße in die Erde nach unten. Schaff eine kraftvolle Verbindung nach unten. Und lass dadurch
einen Auftrieb entstehen mit dem Becken nach oben in die Welt. Kraft nach unten führt zur Leichtigkeit nach oben. Atme auch dein Brustbein nach oben hoch. Und verharre nicht. Finde immer wieder neue Bewegungsideen, wenn du das magst, wenn sich das gut anfühlt. Ergründe mit der Einatmung den Auftrieb des Brustbeins und des Beckens und mit dem Ausatmen ein sanftes Zurückkehren nach unten, ein kleines Stück nach unten, um wieder einatmend leicht zu werden, nach oben zu streben. Wenn du ein letztes Mal für heute mehr Kraft magst, dann drückst du den linken Fuß in die Erde und schiebst den rechten Fuß nach oben und spürst den Unterschied, rechts der Schub in die Welt und links die kraftvolle Verbundenheit zur Erde. Mal tief durchatmen. Und dann wieder zurückkommen mit dem Fuß. Beide Füße erden. Und für die zweite Seite drückst du den rechten Fuß mit viel Nachdruck in den Boden und strebst in dem linken Fuß nach oben in die Welt. Ziehst die linke Hüfte hoch, atmest ein für den Schub nach oben und atmest aus für die Kraft nach unten. Einmal tief durchatmen. Und dann kommst du zurück, bringst beide Füße zur Erde zurück. Auch hier noch einmal ankommen, eintauchen in die Verbindung. Wie fühlt sich das im Rücken an? Wo brennt es? Wo ist es warm? Wo braucht es Kraft? Wo sind Atemräume in der Vorderseite? Erfüll sie noch einmal ganz tief. Und dann löst du auf, bringst du die Hände zurück an die Ränder der Matte, zieh dann die Schultern Schritt für Schritt nach außen und roll dich ganz in Ruhe, wirbelweise zurück nach unten. Lass dir Zeit, um mit dem inneren Auge wieder zu sehen, wie Wirbel für Wirbel am Boden ankommt, wie du dich mit der Erde verbindest. Und wenn dann dein Becken die Erde wieder berührt, dann ist es ein sehr schöner Moment, innezuhalten. So bringst du die Fersen ein Stück nach außen und die Knie zueinander. Das ist ein sehr bequemer Stapel. Dann kannst du die Augen gern wieder schließen und spüren. Das Spüren ist eine sehr schöne Erfahrung, die uns immer wieder verbindet mit dem eigenen Tun. Es lässt uns wahrnehmen, wie wir im Moment sind. Und wir können auf körperlicher Ebene die Kraft in der Rückseite fühlen, sicherlich. Die Anstrengung fühlen, die es gebraucht hat. Und so lass diese Anstrengung in die Erde fließen. Nimm die Vorderseite wahr, in all ihrer Größe, all ihrer Weite und ihrer Präsenz. Und nimm die Atmung wahr, wie sie jetzt ist, wie du geatmet wirst. Wie atmet es ein und wieder aus? Und die Atmung verfeinert sich wieder. Sie wird ruhiger und tiefer. Auch das Herz beruhigt sich. Ich möchte dich bitten, für einen Moment die Knie heranzuziehen, sie zu umarmen. Und dir kleine Bewegungsmassagen im Rücken zu schenken. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt etwas brauchst, was du vielleicht vermisst oder was du an dieser Stelle gerne magst, bevor wir in Shavasana, in die Ruhe eintauchen, dann gibt es die Möglichkeit, das zu tun, was du jetzt brauchst. Auch hier ist es nicht das Äußere, ist nicht ein Zeigen, was du jetzt gut kannst.
Du machst das alles für dich und nicht für andere und schon gar nicht für mich. Mach das, was es für dich jetzt braucht. Und wenn du das Gefühl hast, dass alles gut ist, dass du Ruhe zulassen kannst, dann leg dich ganz, ganz entspannt, ganz lang zur Erde. Du kannst dir gerne was anziehen, natürlich noch. Es wird eine ganz gemütliche, bequeme Haltung. Lass uns für ein paar Momente hier eintauchen. Du kannst die Unterlage unter dir spüren. Es gibt so viele Auflageflächen zu ihr. Und jede einzelne trägt dich und gibt dir Halt und Ruhe. Lass dich also über diese Berührungsflächen in die Unterlage hineinschmelzen. Nimm dabei wahr, was du berührst. Was dich trägt. Nimm auch die eigene Haut wahr, wie die Kleidung dich berührt, wie die Luft die Haut berührt und streichelt. Lass dich hineinschmelzen in diese Berührung. Entspann auch die Muskulatur. Lass ihre Fasern entspannt und durchlässig werden. Entspann auch bis in die Gelenke. Schenk allen Gelenken ein Gefühl von Weite und innerem Raum. Und lausche der Atmung. Lausch, wie du geatmet wirst. Moment einfach nur atmen. Es atmet ein und es atmet aus. Eine sehr schöne Gnade des Lebens, dass wir geatmet werden. Und ich bitte dich, die Atmung wieder zu vertiefen. Lass ruhig auch ein Durchatmen entstehen, das durch den gesamten Körper strömt und ihn belebt und ihn erfrischt. Und dann dürfen auch die ersten äußeren Bewegungen entstehen, die dich wieder erwecken, die dich aufwecken, die dich verwöhnen
Und so geh diesen Bewegungsimpulsen nach, ohne drüber nachzudenken. Lass sie einfach entstehen. Nimm dir einen ganz genüsslichen Moment für dich selbst. Und lass aus diesen Bewegungsideen einen Weg entstehen, der dich wieder nach oben trägt zum Sitzen, sodass wir uns dort wieder treffen können. Und wenn du einen für dich bequemen Sitz entdeckt hast, dann lade ich dich ein, noch einmal die Augen zu schließen. Leg dafür bitte die linke Hand in die rechte. Das ist Shakti Mudra. Das ist ein Mudra des Ausklangs dieser gemeinsamen Zeit, die wir uns gönnten. Und ich möchte dich bitten, immer noch bei dir zu bleiben. Ganz tief verbunden mit Körper, Atmung und Geist. Dich jetzt zu erfahren, körperlich, wie dieser Sitz sich anfühlt, wie du mit der Erde verbunden bist, mit ihrer Ruhe und mit ihrem Halt. Und das ist immer da, das ist immer ein Zugang, der möglich ist. Auch wenn die Welt um uns herum eine ganz verrückte Welt geworden ist, ist doch immer die Erde da, die dir Ruhe gibt und die dich ermutigt, dich mit ihr zu verbinden. Denn auf ihr kannst du sein. Du hast jetzt in diesem Moment einen eigenen Raum kreiert für dich, in dem du sein kannst, wie du bist. In der es atmet, im Fluss des Lebens. Und so trägt dich auch die Atmung immer wieder zu dir selbst. Es ist wie ein Tor, das sich öffnet. Denn immer wenn du dich atmen spürst, bist du bei dir, bist du in diesem Moment bei dir. Und du spürst im Einatmen, wie der innere Körper sich ausdehnt, ganz befreit, ganz selig und genüsslich, wie eine innere Fülle, eine innere Weite entsteht. Und im Ausatmen diese innere Weite wieder zurückführt, die dich zurückträgt in die eigene Mitte, in das eigene, zentrierte Sein. Mit jedem Einatmen entsteht ein Impuls aus dieser Mitte in die Weite, ein genüssliches Ausdehnen, auch nach oben, sodass der Brustkorb leicht wird und dich aufrichtet, da er nach oben schwebt. Und im Ausatmen alles wieder zurückfließt in den Mittelpunkt, in den Ursprung. Und dich die Ausatmung erdet und ganz sanft entspannt. Das Leben ist über die Atmung mit dir verbunden. Und du bist mit dem Leben verbunden, wenn du atmest. Und so ist mein Wunsch an dich, dass du diese innere Verbundenheit dir bewahrst, auch wenn wir diese Zeit jetzt gemeinsam beenden und wir beide wieder zurückgehen in den Alltag, der auf uns wartet. So darf es doch eine innere Verbundenheit sein, die dich durch die nächsten Momente hindurch trägt und begleiten darf. Ich bitte dich, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen und auch hier wieder zu fühlen, wie die Hände sich physisch verbinden und berühren, wo die kleinen, liebevollen Berührungsflächen sind, wo aber auch Luftpolster zwischen den Handflächen sind.
Und atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn es einatmet, dann öffnest du die Arme über die Seite zu einem ganz großen, einladenden Bogen hoch. Bringst im Ausatmen die Hände über dir zueinander und senkst sie dann zur Stirn, zum Mund und zum Herz. Und beginnst ein neues Mal. Diesen liebevollen, großen Bogen, dieses Umarmen, das du zum Herz zurückträgst. Lass uns miteinander verbeugen, auch mit einem Gefühl des Dankes für die Zeit, die wir uns heute gemeinsam geschenkt haben und für die Ideen, die wir erfahren durften. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffnen sich langsam wieder die Augen. Und ich danke dir für das Dasein in dieser gemeinsamen Zeit und wünsche dir einen guten Weg. Bis zum Wiedersehen. Namaste.